In vielen Teilen des Saarlands und Süddeutschlands haben Unwetter und Dauerregen zu Überschwemmungen geführt. In Fischbach, einem Ortsteil der Gemeinde Querschied nahe der Landeshauptstadt Saarbrücken, wurde am Freitag Katastrophenalarm ausgelöst. Gärten und Keller liefen voll Wasser. In Saarbrücken selbst riefen die Behörden eine Großschadenslage aus und warnten vor Gefahren für Leib und Leben. Mehrere Gebäude in der Landeshauptstadt mussten evakuiert werden. Der Deutsche Wetterdienst gab für das Saarland sowie angrenzende Teile von Rheinland-Pfalz eine Warnung vor Unwetter der höchsten Stufe 4 heraus. In der Nacht zu Samstag rechnen die Meteorologen weiter mit extrem ergiebigem Dauerregen. Das saarländische Umweltministerium warnte am Freitag bei steigenden Pegelständen vor großem und sehr großem Hochwasser.